Das müssen die Piraten sein, die Elaine gefangen halten. Oh, die Gefahren. Oder die Jaffa, Bro. Das ist die Bucht. Sind alle ganz viele Jaffas. Ich werde von den Haien in Fetzen gerissen, wenn ich da reingehe. Es ist ein nettes Boot, bis auf das enorme, gähnende Loch im Boden. Es hat ein riesiges Loch im Boden. Es würde sinken. Sinken würde das? Das heißt, wir müssen das Leck wegmachen. Wir haben Kleister. Der Kleber nützt hier nichts. Wir brauchen noch mehr als Kleister wahrscheinlich. Wahrscheinlich brauchen wir Holz oder irgendwie so. Wir haben ja, na gut, ein glimmendes Holz wird es ja nicht sein. Ich möchte das mit diesem glühenden Stück Kohle nicht ansengen. Die Enzyklopädie. Die Enzyklopädie wird dabei nichts nützen. Die Enzyklopädie. Ein Flugblatt ist zu wenig. Die Literatur. Das ist nur zum Lesen gedacht. Das ist nur zum Lesen gedacht. Egal. Ich glaube, da brauchen wir noch Sachen für. Wasserfall untersuchen. Wir brauchen eine Planke oder irgendwie so Bretter, einen Verschlag. Ist schon. Er ist nass. Er muss ein Geheimgang sein, ist immer so. Nein. Bemerkenswert erfrischend. Okay. Ja, wir haben jetzt ja die, haben wir was für ihn? Nee, aber wir haben die Reservierung. Haben Sie eine Reservierung? Dann doch klar. Natürlich habe ich eine Reservierung. Dann lassen Sie mich doch bitte mal den Reservierungsbeleg sehen. Sehr gut. Suchen Sie sich einen Platz aus, Mr. Verzeihung. Kriegwood. Mrs. Kriegwood. Sehr nah dran. Er ist furchtbar zurückhaltend für einen Piraten. Entschuldigung, Sir? Das ist jetzt einfach unhöflich. Hey, Mister! Mister, hören Sie? Oh! Es ist einer aus LeChucks Skeletthorde! Ei! Ich habe mich um sein kleines rotes Beiboot gekümmert, aber ordentlich! Die Untoten, die unter uns wandeln, müssen zweifellos vernichtet werden, damit ihresgleichen nicht die Welt der Lebenden überrennt und verpestet. Ei! Und er hat sich über meine Hühnchen beklagt! Oh! Ah, Chat, ihr habt's erkannt, Grim Fandango. Ich habe überlegt gehabt, also heute Mittag beim Meeting, habe ich überlegt, welches Game ich hier zocke. Und dann war ich am Überlegen, ob Monkey Island oder Grim Fandango. Und ich habe halt auf How Long to Beat nachgeguckt, wie lange die Spiele dauern. Und Grim Fandango war für 10 Stunden angegeben und Monkey Island für 8. Weil ich schon wusste, dass das mit dem Durchspielen knapp wird, habe ich mich dann für Monkey Island entschieden. Grim Fandango habe ich zum Beispiel noch gar nicht gespielt. Beziehungsweise ich habe es auf Steam, habe ich es, keine Ahnung woher. Auf jeden Fall habe ich es auf Steam. Ich habe mal angefangen, aber nur die erste Stunde oder so und dann nie weiter gespielt. Brotmesser. Humblebun, ja, könnte sein. Das war ja mal überall irgendwo drin. Gibt's aber auch auf GOG. Gezacktes Brotmesser, okay. Er ist tot, ich will ihn nicht anfassen. Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango fragen. Moment mal, Monkey Island... Dieses Spiel hier erschien deutlich vor Grim Fandango, oder? Grim Fandango war ja schon 3D. Haben die sich vielleicht damals schon daran entwickelt? Nein?
Punkt, Punkt. Es gibt zwei Sachen im Internet, die richtig respektlos sind, die man aber macht, weil sie nicht direkt böse sind. Das sind Punkte, Punkt, 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 und Zwinker-Smileys. Das ist das fettigste, krustigste, abscheulichste Hühnchen, das ich je gesehen habe. Okay. Ah ja, er hat unser geräuchertes Hühnchen nach Kajunalf. Keine Ahnung, was du meinst, Pum-Pum-Pum-Stinker-Frank. Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. Der Butterkeks, das ist vielleicht was für unseren Kieferkracher-Typen. Kekse und Meer. Ich frage mich, was das Meer ist. Der sieht lecker aus. Wie soll ich diesen Keks benutzen? Podium. Lass uns eine Rede halten. Es ist das Podest des Maître de. Was um ein Maître de ist. Es ist nicht dazu gedacht, Reden zu halten. Ach so. Traditioneller Grog, gebraut auf altmodische Art, die unhygienische Art. Grog, was ist eigentlich genau Grog? Weiß das gar nicht. Chat, wisst ihr das? Komm, mit Alkohol kennt ihr euch doch bestimmt aus. Wasser mit Rum. Aha, warum macht man das? Weil Rum alleine zu teuer ist oder damit man nicht so schnell betrunken wird? Können wir ja gleich Bacardi Cola trinken, das schmeckt wenigstens. Und warm. Was trinkt man warm? Ah, okay. Heißes Wasser, okay. Sparmenü. Zwei Hähnchenschenkel plus super Krautsalat. Sieht wie ein gutes Angebot aus, wenn man Krautsalat mag. Um das Wasser zu konservieren. Ah. Keksschneider. Es ist eine Kuchenform. Okay, jetzt haben wir eine Kuchenform, einen Keksschneider. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Dieser Keksschneider würde hier nichts nützen. Dann reden wir gleich mal mit ihm hier. Scheußliches Porträt. Das Teufelshühnchen. Entschuldigung, aber... Was bist du nur für ein glücklicher Pirat? Ich? Du hast Gold entdeckt, Junge! Habe ich? Gold, Gold, Gold! Goldene Hühnchennuggets! Oh. Ein Schatz frisch aus der Tiefkühltruhe. Nun, was kann dir der nette alte Captain Blondbart zu essen bringen? Der Typ hat einen Goldzahn. Und der eine Typ, von dem ich gerade meinte, mit dem Keks, der fand auch Gold geil. Also der Kieferkracher-Typ. Und er hat von Gold geredet. Ja, ja, ja. Ich nehme den gerösteten Kehlappen-Maulwurf. Ich probiere das Gabelknochen-Sandwich mit süßen Gewürzgurken. Käsetoast. Haben Sie welchen? Käsetoast. Haben Sie welchen? Ich fürchte, dieses feine und preiswerte Gericht ist aus. Eigentlich habe ich gar nichts mehr. Kein einziges Schenkelchen ist übrig. Alles, was ich noch habe, sind diese Biscuits. Und ein paar Bottiche unseres besonderen Ipecac-Salats. Na, wie ist der Ipecac-Salat? Nicht schlecht. Aber nach 15 Minuten hast du wieder Hunger. Haben Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten, nach Blood Island zu segeln? Haben Sie Lust, meiner Mannschaft beizutreten und nach Blood Island zu segeln? Was? Ich soll meinen Laden unbewacht lassen? Nun, du heimtückischer Gauner! Du hast Glück, dass ich nicht meinen Schneebesen raushole und dich aufspieße! Hey, hey, immer mit der Ruhe. Ich habe nur gefragt. Entschuldigung, ich bin so gereizt wie ein gestrandeter Wal in Nantucket. Was stimmt denn nicht?
Dieser Schrecken streift durch den Dschungel von Plunder Island. Ein 7 Fuß großes Monster ist er. Und er hasst alle Menschen gleichermaßen. Seine übernatürliche Wut brennt heißer als die Kohlen, die man braucht, um 1 Million seiner Sorte zu rösten. Er ist El Pollo Diablo. Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen! Das Teufelshühnchen. Das Teufelshühnchen. Mich hasst er am allermeisten. Und seine Rache an mir ist bestimmt geschmackvoller als mein herzhafter Eingeweide- und Kruste-Party-Mix. Was hat es getan? Er hat alle meine Hühnchen freigelassen. Hat sie in die Wildnis zurückgebracht, damit sie durch den Dschungel streunen, wie die Mutter Natur es wollte. Und jetzt habe ich einen großen Auftrag zu erledigen und keine Hühnchen dafür. Aber ich weiß, er ist mit mir noch nicht fertig. Mein Geschäft zu ruinieren war nur der erste Schritt. Eines Tages wird er zurückkehren. Meinetwegen. Aber merke dir, ich bin bereit. Und mit einem 7 Fuß großen Hühnchen wird mein Geschäft wieder aufblühen. Okay, also er will das Hühnchen erlegen. Das Teufelshühnchen. Haben Sie irgendwelche Spezialitäten? Haben Sie irgendwelche Spezialitäten? Kartoffeln sind aus, aber es sind noch Augen da. Nein, danke. Im Chat ist ein El Pollo Diablo und der ist sogar satt. Geil. Hat er gerade eben erst gesappt? Nein, oder? Nee, schon 12 Monate. Ist ja umso krasser. Hallo, El Pollo. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Haben Sie noch andere Spezialitäten? Da muss noch eine riesige Menge Schmalz sein, die ich für besondere Gelegenheiten aufbewahre. Oh, lecker. Nein, Schmalz. Danke. Was ist das Meer in Kekse und Meer? Das ist meine Geheimzutat. Sie bringt Leben in meine Kekse. An wen wollten Sie die Hühnchen liefern? Da liegt ein Piratenschiff in der Gefahrenbucht. Und der erste Mart dieses Schiffs mag meine Hühnchen. Ich sollte Ihnen Ihre Hühnchen besser bald liefern. Wahrscheinlich werde ich nicht mal die Zeit haben, sie zu kochen. Wieso das? Weißt du, ich mache dieses Angebot. Lieferung innerhalb von 30 Tagen oder sie ist gratis. Und ich bin etwas im Hintertreffen. Wie sind die Piraten der Gefahrenbucht denn so? Sie sind ein Haufen Heimlichtuer. Und ich kann nicht sagen, sonderlich viel von ihnen gesehen zu haben. Sie scheinen das zu sein, was man von einem Haufen versoffener Piraten erwartet. Ein so schmutziger und haariger Haufen von Kerlen, wie du sie schon immer treffen wolltest. Aber hüte dich vor ihrem Kapitän. Wie ich gehört habe, füttert er gerne die Haie. Wenn er dich in seiner Nähe erwischt, wird er dich sicherlich nicht gut behandeln. Wir brauchen hier auch ein Schiff. Vielleicht ist das unser Schiff. An wem wollten Sie die Hühner liefern? Wie lange haben Sie schon keine Hühner mehr? Hühnchen. Wie lange haben Sie schon keine Hühnchen mehr? Wochen. Vielleicht Monate. Und es ist nicht der geschäftliche Verlust, der mich am meisten trifft. Nein? Ich vermisse den Geschmack meiner Hühnchen. Du kannst in der ganzen Welt essen gehen, aber du wirst nie ein Aas-Gourmet sein, bis du meine leckeren Jungvögel probiert hast. Sogar jetzt habe ich Sehnsucht nach meinem gaumenbegeisternden Geflügel. Ah, ich kann es schmecken. Meine knusprigen, panierten Schnäbel. Es gibt nichts wie dieses herzhafte Knacken dieser gebratenen Juwelen. Ist das nicht ein bisschen hart für die Zähne? Ei. Aber die Herausforderung alleine macht schon die Hälfte des Essgenusses aus. Jetzt, wo ich die Gedanken an diese knusprigen Hühnchenextremitäten im Kopf habe, werde ich mich nach diesem Knuspern verzehren, bis ich etwas bekomme, das meine Zähne knacken lässt. Der Dings hier wollte doch auch der Kieferknacker. Vielleicht ist das nicht der Keks, sondern diese panierten Schnäbel oder was das war. Was vermissen Sie am meisten an Ihren Hühnchen? Das Knacken. Es ist das Knacken, das ich am meisten vermisse. So ein geiles halbes Hähnchen, ne? Oh. Bei mir in der Nähe ist auch so ein Hähnchenwagen immer. Der kostet da so viel. Ich weiß jetzt aus dem Kopf nicht genau den Betrag. Also, als ich mir das letzte Mal einen geholt habe, dachte ich mir auch so, ganz schön teuer. Aber ist lecker. Schönen Goldzahn haben Sie da. Ei! Es glänzt wie die goldene Schicht aus Fett auf meinem köstlichen gebackenen Hühnchen.
Was vermissen Sie am meisten? Das haben wir. Habe ich erwähnt, wie sehr Sie Ihren Goldzahn bewundern? Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Es ist ein Mordsgoldzahn und Blondbart serviert eine Mordsmittagsmahlzeit. Möchten Sie nicht mal aus Ihrem Laden herauskommen? Ei, ich bin gerne draußen, besonders am Strand. Nun, ich bin Mitglied des Brimstone Beach Club. Bin da schon seit Jahren Mitglied. Wie wurden Sie Mitglied? Ich habe Ihnen angedroht, Sie alle aufzuspießen. Dann habe ich meine Mitgliedskarte verloren. Zuletzt war sie in meiner Brusttasche. Ich glaube, ich war in meiner Küche und habe was zu essen gemacht. Dann musste ich fürchterlich niesen. Oh, das war übel. Na egal, ich lasse mir von denen einfach eine neue ausstellen. Hey, ich glaube nicht, dass das 4,20 Euro, 4,50 gekostet hat, weil das käme mir normal oder angemessen vor. Ich glaube, das hat irgendwie so 6 Euro oder irgendwie so gekostet. Oder auf jeden Fall mehr, als ich erwartet hätte. Was ist nochmal mit Ihrer Mitgliedskarte passiert? Gerade. Es scheint, ich habe sie beim Kochen verloren. Okay. Ich lasse sie jetzt weiterarbeiten. Ei! Er hat sie beim Kochen verloren, ist dem Hähnchen. Nein, dieses Hühnchen ist zu hart, um durch bloßes... Ich habe noch ein Messer. Nein, dieses Hühnchen ist zu hart, um durch bloßes Metall beschädigt zu werden. Okay. Der will seinen eigenen Cracker ja nicht essen. Wir haben noch ein Kaugummi. Ah, dieses Gummi mit Fleischgeschmack sieht mächtig, mächtig verführerisch aus. Gerade jetzt habe ich eine wahnsinnige Sehnsucht nach etwas Knusprigem. Etwas, worauf ich mit meinen Zähnen knacken kann. Etwas Knuspriges und Knackiges, wie meine mundwässernde, zungenquälende Hühnchen- und Feuerzeugbenzin-Spezialität. Wenn ich nicht alle meine Hühnchen verloren hätte, könnte ich jetzt dieses saftige Häppchen kosten. Das wird schwieriger, als ich dachte. Er wird nicht seinen eigenen Keks essen. Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, guten Kekses. Nee. Habe ich noch den Stein? So, wir können noch zum Strand. Er ist Mitglied der geschäftigen Belegschaft von Plunder Island. Brimstone Beach Club. Es ist Kokos-Speiseöl. Oh Gott. Ich glaube, er ist voll mit schmutzigen Handtüchern. Wir spielen heute nicht durch. Diese Handtücher sind nur für Mitglieder. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudelgrog. Das will ich nicht herumtragen. Es ist kalt. Er ist voll mit schmutzigem Gesch... Könnte mir Kälte irgendwo bei helfen? Lass mal mit ihm erstmal angucken. Er ist Mitglied der geschäftigen Belegschaft von Plunder Island. Hühnerwürstchen, vollgestopft mit haltbar gemachten Schnäbeln und Kehllappen. Mit Schnäbeln voll. Das ist unsere Eintrittskarte zu, ne? Ihr wisst schon. Ja, kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Guybrush Threepwood. Mein Name ist Guybrush Threepwood und ich bin ein mächtiger Pirat. Threepwood? Sie müssen Skip Farnenmast Rackhams Cousin sein. Wie geht es Muffy und den Zwillingen? Wem? Hey, heute ist ein schöner Nachmittag für den Strand. Noch nicht so voll. Am Südstrand ist ein Kunstworkshop und ein Miesmuschelkettenbastelkurs um 2 und 4. Das Wasser ist warm und die Wellen sind nicht zu hoch. Achten Sie nur auf gelegentlich am Ufer angeschwemmte untote Körper. Man sollte die Kinder von verfaulendem Fleisch fernhalten. Im Übrigen sollten Sie sich durch die Belagerung nicht den Tag vermiesen lassen. Unter uns gesagt, die Untoten sind notorische Miesepeter. Ist schon gut, dass Sie die Insel nicht übernommen haben, was? Lassen Sie mich Ihre Mitgliedskarte sehen und Sie werden sofort bedient. Mitgliedskarte? Ich hab
doch mein Mitglieds-T-Shirt an. Mitgliedskarte? Aber ich habe doch mein Mitglieds-T-Shirt an. So, so, keine Mitgliedskarte. Ich verstehe. Nun, Sir. Ciao, Amo. Sie sind im Brimstone Beach Club, Teil der Freizeitgruppe für pensionierte Piraten. Es ist sehr exklusiv. Ich fürchte, wenn Sie keine Mitgliedskarte haben, können Sie keine der Annehmlichkeiten des Clubs nutzen. Ich will keine Annehmlichkeit. Ich musste eine essen, als ich in Seenot war, und es war furchtbar. Lassen Sie mich außerdem betonen, dass Sie ohne eine Mitgliedskarte keinen Zutritt zum Strand haben, keines unserer Handtücher benutzen und nichts vom Grill haben dürfen. Guten Tag. Okay. Also wir brauchen entweder eine Mitgliedskarte oder wir müssen ihn loswerden. Wir haben halt den Reservierungsbeleg, das ist keine Mitgliedskarte. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Hi. Ja. Okay, wir treten bei. Ich spiele mit dem Gedanken, einem Club für stinkreiche Herrschaften beizutreten. Wo kann ich mich einschreiben? Nun, so einfach ist das nicht. Zuerst werden Sie auf unsere Warteliste gesetzt. Das kann einige Monate dauern. Dann kommen Bonitätsprüfung, Referenzen, Familiengeschichte, der mündliche Vortrag und die schriftliche Prüfung, die sich hauptsächlich mit spanischen Schätzen, Plünderei und Golf in der Karibik beschäftigt. Und zum Schluss unser Interviewverfahren in 14 Schritten. Und dann gehöre ich zu eurem Club? Nein, ich fürchte, dass ich danach gegen ihren Beitritt stimmen müsste. Okay. Ich lese übrigens immer nur so stichprobenartig im Chat oder wenn ich denke, dass da gerade nichts Spoilermäßiges steht, weil ich immer wieder Sachen lese, wo ich mir denke, will ich nicht wissen. Gib mir ein Handtuch, junger Mann. Gib mir etwas von diesem Speiseöl. Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Was ist, wenn ich ein bisschen abwasche? Kann ich dann eurem Club beitreten? Es ist nichts Persönliches, aber die Clubgrundsätze legen den Ausschluss fest. Für jeden, dessen Geruch oder Erscheinung die anderen Mitglieder anekelt oder beleidigt. Das verstehen Sie sicherlich. Mhm. Verstehe ich total. Bitte, kann ich... Gib mir etwas von diesem Speiseöl. Das Öl ist nur für die Hamburger gedacht. Es bleibt hier. Hey, ich bin Hamburger. Was für ein Zufall. Ich komme aus Hamburg. Dann wirf das Baby mal rüber. Sie sprechen nicht wie ein Hamburger, Sie sehen nicht wie ein Hamburger aus und Sie ahnen nicht, wie sehr Sie mir auf die Nerven gehen. Frittenalarm! Gib mir alles Öl, das du hast! Sorry, solange ich hier das Sagen habe, wird Ihnen nichts ausgehändigt. Gib mir ein Handtuch, junger Mann. Diese Handtücher sind nur für Clubmitglieder. Schwierig. Wie wär's mit einem Handtuch? Ich kenne den geheimen Händedruck. Seit Thorsten Hakenhand Eddington letztes Jahr eintrat, gab es beim geheimen Händedruck immer eine Sauerei. Wir haben keinen mehr. Aber alle Mitglieder wissen das natürlich. Natürlich. Ich bin's. Biff vom Polo-Team. Mein Pony wirft bald. Schnell, koche ein bisschen Wasser und gib mir ganz viele Handtücher. Das kaufe ich Ihnen nicht ab, Mr. Schmutzpirat. Der einzige Weg, an ein Handtuch zu kommen, ist, ein Mitglied des Clubs zu sein. Ich gehe dann besser. Puh, okay. Dann lass mal. Nee, da wollte ich gar nicht hin. Können wir ihn mittlerweile irgendwie linken? Der Kuchenform unterm Krug? Eigentlich nicht. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Den Keks. Ich will diesen Keks behalten. Na Quatsch. War Quatsch. War Quatsch, Chat. Okay, wir haben ja noch so ein paar Sachen zu lösen. Das Duell und auch das mit dem Baumstämmen zum Beispiel. Versuchen wir mal die beiden nochmal. Gehen wir hier hoch. Hier sind die Baumstämme. So, dafür müssen wir jetzt den Baum fällen. Wir haben ja ein Messer.
Geht das? Dieses Messer schneidet vielleicht normales Holz, aber keinen Gummibaum. Okay. Schere ist ja völlig Unsinn. Der Baum ist zu gummiartig, um ihn mit einer Schere abzuschneiden. Aber wir können den hier umwerfen, auch wenn ich nicht so richtig weiß, was das bringen soll gerade. Aber wir können ja mal machen. Ach so, ich weiß schon. Es ist ein Rinnsal von Rum, das... Ich weiß nicht, ob das in echt funktionieren würde. Wahrscheinlich nicht, aber... Videospiellogik. Sehr gut. Oh, in meinem Kopf dreht sich alles. Ich sollte besser die Finger vom Rum lassen. Jetzt kommt der große Cliffhanger, bevor wir Baumstämme Alarm! Werfen. Oh! Alarm! Bevor wir Baumstämme werfen, kommt Insania reingeradet mit 315 netten Menschen. Herzlich willkommen an alle Insania-Menschen. Der Moobot fängt euch direkt ab. Ich muss direkt sagen, wir haben Follower-Mode because of Bot-Probleme. Nehmt es uns nicht übel. So, okay, wir können jetzt mit den guten Piraten hier, glaube ich. Sicher, dass du nicht meiner Besatzung betreten willst? Wir werden gewinnen, Chef. Wie ich bereits sagte, Guybrush, nicht bevor du mich im Stammwurf besiegt hast. Könntest du mir dieses ganze Stammwurf-Konzept nochmal erklären? Nein, wir machen einfach. Klingt toll, fangen wir an. Ja, mit unserem Gummibaum, das sollte klappen. Wir haben doch sicher alle keine Clubkarte. Ja. Hey, ich habe gewonnen. Beim Toupet meines Großonkels McManus. Niemals zuvor habe ich solche Stärke gesehen. Sicher komme ich in deine Mannschaft. Ich warte im Laden, bis du bereit bist zu gehen. Ich brauche noch 2 Seeleute für meine Mannschaft. Nice. Dann haben wir den ersten gewonnen. Hat der vielleicht eine Clubkarte? Bereit, das Segel zum Abenteuer zu setzen? Ei, ich werde an Bord deines Schiffes sein, sobald du für mich bereit bist. So, aber eigentlich wollte ich sagen, hol ich was zu trinken. Weil mein Trinken ist leer. Moment eben, Chat. Gib mir 1 bis 2 Minuten. Eine eher als 2. Oh, es wird hier voll warm. Hat Hamu die Heizung angemacht? Gestern war noch voll kalt. Glucker. So, Chat, das war jetzt erstmal der erste Dingens hier. Sagt man, der erste Erfolg. Jetzt bin ich wieder motivierter. Motivation kommt zurück. Energie. Erstmal schön den Grog hier wegtrinken. So, komm mal her, du Edward von Deniken oder wie der hieß, von Helgen. Der Deniken war der mit den Pyramiden, ne? Habe ich sie nicht bereits genug beschämt? Sie haben mich nicht einmal ansatzweise beschämt. Dann zurück zum Feld der Ehre. Selber, du Schama, du. Wähle deine Waffe. So, pass auf, die war falsch. Das heißt... Wir müssen was machen. Warte mal. Kistendeckel.
Was? Kistendeckel? Okay, Moment. Ich habe ja schon ein paar Sachen versucht. Also, Kleister. Der Kleber nützt dir nichts. Der Kleber nützt dir. Kaugummi geht auch nicht. Aber es gibt einen Kistendeckel, wie wir gerade gefunden haben. Warum sollte das. Keine Ahnung. Es ist der Deckel der Pistolenkiste. Der Kleber nützt dir nichts. Ich wähle das Banjo. Akzeptiert. Ehrlich? Aufpassen. Was ist los, Brush? Kannst du nicht mithalten? Tut mir leid, ich war in der Schönheit der Melodie versunken. Willst du es noch einmal versuchen? Ja. Klar, ich werde gerade erst warm. Ich soll ihm nachspielen, ne? Okay. 5. 4. 5, 4, 5, 5, 4, 5, 1. 5, 4, 5, 1. 5, 4, 5, 4, 4. 5, 4, 4, 2. 5, 4, 4, 2, 2. 5, 4. 5, 4, 5, 1. 5, 4, 5, 1. 5, 2. 5, 4, 5, 1, 2. Warte! Aufhören! Die letzte Note war falsch. Was? Ich habe gewonnen. Fuck. Ich habe gewonnen. Hei, hei, hei. Da war noch 5 zwischen. Ja! Du hast verloren. Oh Mann, ich bin so gut. Was für ein schlechter Sieger. Willst du es noch einmal probieren? Ach Mann. Klar, ich werde gerade erst warm. Vielleicht war das mit den Zahlen nicht so gut. Vielleicht sollte ich mehr Bild merken. 3. 2. 3, 2, 5. 3, 2, 5, 5. 4. 3. 4, 3, 4. 4, 3, 4, 4. 5. Also 4, 3, 4, 4, 5. 3. 4. 2. 5. 5. 3. 3. 4. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir immer noch nicht sicher. Ich bin mir noch weniger sicher als vorher. Du bist ziemlich gut, Junge. Mal sehen, ob du da mitkommst. Holy shit. Er ist gut. Ich werde ihn nie schlagen.
Der Handschuh funktioniert damit nicht. Nein. Wer hat ihn? Das muss so gehen. Ich bin mir sicher, dass es so geht. Ja. Was? Du hast mein Banjo erschossen. Seien Sie sich da nicht so sicher. Der Schuss könnte von diesem grasbewachsenen Hügel gekommen sein. Bei allen miesen Tricks. Ich habe noch nie von so etwas Niederträchtigem gehört. Ich habe dich völlig falsch beurteilt. Du bist wirklich ein Pirat. Ich wäre stolz, in deiner Mannschaft zu sein. Großartig. Ich packe nur diesen Kram ein und mache mich fertig. Und gib mir meine Kanone wieder. Ich brauche noch einen Seemann für meine Mannschaft. Fantastico. Sind Sie bereit, für ein Abenteuer die Segel zu setzen? Natürlich. Ich treffe dich an Bord deines Schiffes, wenn du fertig bist. Ja, hervorragend. Das ist ja ganz außergewöhnlich. Das ist ja toll. Bitte, danke. Weitergehen. So. Das Problem ist, jetzt haben wir zwar Rätsel gelöst, aber das hat uns nicht, also es hat uns natürlich weitergebracht, aber nicht. Ja, sie haben keine neuen Gegenstände oder so. Also. Wir gehen nochmal hoch. Hier kann ich doch nichts. Was? Warte, nochmal die Enzyklopädie. Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Man hat eher nicht. Also ich habe jetzt mehrere Ideen. Der eine Typ hat Angst vor El Polo Dingsbums da, vor dem Teufelshuhn. Können wir mit dem Bauchredner-Ding das Huhn imitieren? Wahrscheinlich nicht. Brock! Was war das? Guck mal, er versucht das sogar. Ich bin es, der Geist von El Pollo Diablo. Zurück! Zurück, du Geflügeldämon! Kleiner Scherz. Sie kleiner Schlingel! Andere Idee? Wir imitieren die Stimme von der Mutter von dem Bengel. So, komm nach Hause, kleiner Timmy. Und dann klauen wir seinen Krug. Was auch immer wir dann mit dem Krug machen. Zusammen. Ich bin ein rotznasiger, verschlagener, kleiner Betrüger. Hey! Die Gefahrenbucht. Gefahr! Es ist die Bucht. Gibt's hier vielleicht noch irgendwas, was ich übersehen habe? Hier ist das Boot. Es ist ein nettes Boot. Bis auf das enorme gähnende Loch im Boden. Es macht das Boot völlig seeuntüchtig. Und ein gähnendes Loch. Ich bin mir nicht sicher, was ein Loch gähnend macht, damit es zu einem gähnenden Loch wird. Aber es ist ein gähnendes Loch. Es ist müde. Hm.
gähnendes Loch wie offener Mund. Ja, meinetwegen. Ich belasse es mal dabei, dass ich es akzeptiere, aber nicht in meinen Wortschatz übernehme, okay? Ab in den Sumpf. Murray, was geht ab? Ich glaube, er möchte im Moment alleine sein. Okay. Kaugummi haben wir schon. Spielzeugschere wollte er ja nicht. Ich möchte diese bescheuerte kleine Schere nicht. Die Voodoo-Puppe. Was für eine Erleichterung. Hä? Die brauche ich nicht. Sie ist nur ein Spielzeug. Okay. Leute. Wir haben eine Nadel. Ich möchte das nicht feststecken. Wir haben eine Kuchenform. Wir brauchen eine Flüssigkeit und wir haben einen Kompass. Jetzt geht's aber los hier, du. Und mit dem Kompass richten wir die Nadel entlang des Magnetfeldes aus und wissen dann, wo Nord- und Südpol ist. Und dann sind wir viel, viel schlauer als vorher. Moment. Denkt euch diese Pause kurz weg. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Mach die scheiß Wasserdings da rein an die Nadel und vielleicht ich noch irgendwas, das damit das Ding schwimmt. Ich möchte das nicht feststecken. Kann ich schon wieder ausrasten hier, ne? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Keine Ahnung, was ich mit dem Kompass will, aber in der Enzyklopädie steht, wie man einen Kompass baut. Also müssen wir wohl einen Kompass bauen. Ich will diesen Keks behalten. Vielleicht werde ich später hungrig. Ich habe eine Idee. Wir brauchen eine Mitgliedskarte. Nein. Und in dem Laden ist ein Kunde. Hier ist auch so ein Button. Was war mit dem denn? Da steht, fragt mich nach Grim Fandango. Ich will nicht, dass mich die Leute immer nach Grim Fandango... Er ist tot, ich will ihn nicht anfassen. Okay, aber es war ein guter Versuch. Ich wünschte, es wäre ein richtiges Schiff, mit dem ich nach Blood Island segeln könnte. Man steigt nochmal auf dem Flugblatt drauf. Dein Huhn ward zu Gold, 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Das können wir halt der Voodoo-Dame mal zeigen, aber ich weiß nicht genau, was das bringen soll. Ah, wir könnten mit dem Bauchredner-Ding mit der Gegensprechanlage benutzen, weil weiß ich nicht. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Nein. Ah, vergessen Sie's. Lana! Habe ich etwas, um ein Echo zu erzeugen, dass er mit sich selbst redet? Reflexion in der Küche, in der Kuchenschale. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Okay, ich fange mal an, absurder zu denken. Dann gehen wir eben zur, zur Frau.
Aber die kalte Nase, das war gestern auch schon so. Was ist denn bei meiner Nase los? Wie so ein Hund. Wegen LeChuck. Ja. Zu wenig Alkohol. Wie kann ich ihn endgültig zerstören? Wie kann ich ihn endgültig zerstören? Das weiß keiner. Seine Macht scheint mit jeder Reinkarnation zu wachsen. Du magst ihn vorerst kaltgestellt haben. Doch dieser Zustand wird nicht von Dauer sein. Die Leon krank. Schließlich habe ich Big Whoop gefunden und war ungeheuer enttäuscht. Big Whoop ist das pure Böse. Du hast Glück gehabt, lebendig zu entkommen. Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern, nur dass ich so viel erwartet hatte und unglaublich enttäuscht war. Ja, das ist die Quelle von einem Großteil von LeChucks Macht. Nun, ich werde niemals wieder dorthin zurückgehen. Ich habe das anders vorhergesehen. Du wirst zu Big Whoop zurückkehren und LeChuck noch einmal gegenübertreten. Sie gerade von Big Whoop spricht, ne? Ich habe vor, boah, das ist schon länger her, aber ich glaube im Nerdquiz war das jetzt vor ein paar Wochen. Da wurde dann, ich glaube Gregor hat das so beiläufig, glaube ich, erwähnt, dass Whoopi Goldberg, also die Schauspielerin, dass die keine Augenbrauen hat, dass das ihr Markenzeichen sei. Und mir ist das nie aufgefallen. Danke für deine Hilfe. Muss gehen. Ja, die helfen mir auch nicht, ja. Erstmal Google. Geheimnisvolle Tür, oh. Aha. Gar nichts gebracht. Es ist tatsächlich true. Ja. Das sind die Dinge. Dann in Akt. Es ist ein Schauspieler. Ja. Dann in Akt. Entschuldigung. Ich habe eine Idee. Fahre fort. Und zwar. Ich weiß aber nicht, was das hier alles macht, aber ich kann wenigstens ausmachen. Ich muss erst die Bedienungsanleitung lesen, damit das funktioniert. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwas bringt. Entschuldigung. Fahre fort. Oh, Romeo. Ja, da. Ich denke, ich lasse ihn seinen Text lernen. Okay, Chat. Bin gerade so ein bisschen stuck. Ich bin kurz davor, eure Hilfe zu erbitten, aber ich probiere noch einmal ein bisschen rum und dann. Nein. Weil sonst müsste ich jetzt anfangen, wild rumzuprobieren und nochmal alles abzusuchen. Und das wäre natürlich, das wird bestimmt irgendwann zur Lösung führen. Aber wir wollen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen, nicht wahr? Es war mir ein Vergnügen. Tschüss.
Wir haben hier noch diese Kammlösung, die irgendwie säurehaltig ist. Ich habe schon wieder vergessen gehabt, aber ich weiß nicht, was die uns bringen soll. Den Keks wollte er nicht haben, weil es ja... Was soll ich denn damit machen? Ich habe dir gesagt, du sollst wiederkommen, wenn du Gold gefunden hast. Es ist goldbraun, wahrscheinlich köstlich. Probier es weiter. Okay, also hier komme ich auch nicht weiter. Ich habe so das Gefühl, dass die Rätsellösung hier liegt, aber dafür brauche ich die Mitgliedskarte. Wo kriege ich verdammt noch meine Mitgliedskarte her? Oder ich muss ihn irgendwie vertreiben, aber... Wir können das stechen. Es muss einen Weg geben, das auch ohne Blutvergießen zu regeln. Habe ich mir schon fast gedacht. Ich könnte auch irgendwie versuchen, ihm hier das Handwerk zu legen, aber ich wüsste auch hier nicht, wie. Dann der andere Typ. Hier ist noch ein Hühnerstall. Kann ich hier noch irgendwas machen? Er ist halt leer, meint er, glaube ich. Nein. Hier gibt es noch das hier. Was bringt das? Ich kann das verstopfen oder so? Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Ich habe was geschafft. Ja, durch Glück. Nichts. Nichts. Okay, bringt aber nichts. Er wollte irgendwas zum Knacken haben, aber... Das sind halt die Hühnerdinger, die wir vom Strand bekommen. Hier ist dieses Hühnchen, das kriege ich aber nicht auf. Mit der Nadel? Ich möchte das nicht feststecken. Okay, Chat. So. Eine Schnittform und ich weiß, wo Bäume sind. Okay. Gehen wir mal zu den Bäumen. So, hier sind Bretter und Bäume. Oh, hier sind auch Zahlen. Aber mit denen kann ich doch eh nichts machen. Keksschneider. Das Holz ist zu hart, um mit dem Keksschneider geschnitten zu werden. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Kannst du auch einen Gummibaum benutzen? Nein, warum sind hier zwei Gummibäume? Stimmt schon. Okay. Ein Gummibaum. Ein Gummistopfen. Damit können wir was stopfen. Diese kalte Nase, ne? Die regt mich schon ein bisschen auf. Also, wir können das hochmoderne Abflusssystem, komplex hieß es, ne? Du stopfen oder wüsste ich nicht, warum man das machen sollte? Das kann ich nicht stopfen. Ich könnte den Gummi stopfen mit dem. Ah, warte, wir haben das. Wir müssen ja wirklich was stopfen, das Boot. Das Boot, Leute. Aber. Warum sollte das funktionieren? Gut, wir gucken mal. Vielleicht geht's ja aus Gründen. Ein gähnendes Loch mit einem Gummi. Klasse! Für einen selbstgemachten Gummistopfen klappte das ganz gut. Es bleibt da nicht drin. Ja, mit
Kleber. Der Stopfen ist jetzt voller Kleister. Das wird doch niemals in echt funktionieren. Perfekt. Benutzen. Fahren wir mal rüber zum Schiff. Hier ist eine Planke. Entweder ist es eine uralte Art der Piratenfolter oder einfach ein loses Brett. Es ist mein treues Ruderboot. So, ich meinte eigentlich die Haie, aber okay. Ein Fenster. Sieht aus, als wäre in der Kapitänskajüte das Licht an. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal hoch hier, oder? Wo ist denn jetzt hier der Fall? Da. »15 Mann auf des toten Manns. Was? Wer bist du?« »Ich bin Gaiber Schwiput, ein Mädchenpirat. Ich bin Gaiber Schwiput und bin gekommen, um meine Freundin zu holen. Ich bin Gaiber Schwiput und habe vor, euch alle umzulegen. Matrose Gaiber Schwiput meldet sich zum Dienst, Sir.« Matrose Guybrush Threepwood meldet sich zum Dienst, Sir. Hä? Du siehst nicht aus wie ein Mitglied meiner Mannschaft. Ehrlich, ich bin der Neue. Ich habe nichts von neuen Rekruten gehört. Ich muss das mit meinem Kapitän abklären. Deinem Kapitän? Ja, Threepwood, du befindest dich an Bord der Seegurke. Ich bin Mr. Fossey, der erste Mat. Und mein Kapitän? Nun, der ist die Geißel der sieben Meere. Der gefürchtete Pirat Lutsch. Ja, Captain, es ist auf dem Tisch, Sir. Lutsch? Genau, Kapitän Lutsch. Ja, Captain? Oh, Kapitän Lutsch. Nur ein Eindringling, Sir. Ich kümmere mich um ihn. Er sagt, du sollst gefoltert werden. Wähle die Art deiner Bestrafung. Du wirst entweder geteert und gefedert, oder du musst über die Planke laufen. Über die Planke bin ich schon auf dem Weg nach oben gelaufen. Könntest du mich nicht einfach mit einem streng Verwarnung davon kommen lassen. Ich kombiniere. Federn klingt gut. Wie wär's einfach nur mit Federn? Nein, tut mir leid. Nun, ich schätze, über die Planke laufen muss dann reichen. Wir versuchen, den Gebrauch von Teer und Federn zu vermeiden. Das gibt immer so eine Sauerei und wir müssen den Teer für Notfälle und Lecks aufsparen. Ich wollte das Huhn cosplayen. Was sagt ihr, Männer? Sollen wir ihn über die Planke schicken? Irgendwelche letzten Worte, Sweetboot? Ich bedauere, dass ich das eine Leben der Liebe opfern kann. Ich werde niemals beruhen, bevor ich nicht Elaine gefunden habe. Ich komme nicht zurück. Nein, ich komme nicht zurück und leg euch alle um. Nö, mir fällt nichts ein. Nö, mir fällt nichts ein. In Ordnung, hinein mit dir. Hinein. Das ist komisch. Es hat mich platsch gemacht. Platsch! Ah! Okay. Also ich finde das immer noch eine gute Idee, dass wir das Huhn cosplayen und damit den Typen erschrecken, der so Angst vor dem Huhn hat. Merkwürdig. Der Laderaum ist voller kaputter Ladung. Nein. Es ist ein altes, vergammeltes Teerfass. Wer ist da? Du schon wieder. Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber es wird dir noch leid tun. In Ordnung. Hinein mit dir. Ich brauche die Planke nicht. Nein. Wer ist da? So, jetzt haben sie keine Wahl. Jetzt müssen sie mich teeren und federn. Schon wieder an Bord des Schiffes geschlichen.
Ich weiß nicht, wie oder warum du wieder an Bord gekommen bist. Aber das nächste Mal, dass du über die Planke läufst, wird dein letztes Mal sein. Wie bitte, Kapitän? Vandalen? Jawohl, Sir. Teer und Federn. Ich weiß, dass es Dreck macht, aber es ist die einzige Folter, die noch übrig ist. Unser berüchtigter Kapitän hat beschlossen, dass du geteert und gefedert wirst. Das wird dir eine Lehre sein. So, und was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Wir haben das noch nie zuvor gemacht. Fühlst du dich nicht erniedrigt? Schätze schon, aber nicht mehr als gewöhnlich. Nun, dann verschwinde einfach. Okay. Tut mir leid, ich kann Sie in diesem Aufzug einfach nicht ernst nehmen. Haben Sie eine Reservi... Madre de Dios. Es ist El Pollo Diablo. Ja, ich habe die Gefangenen freigelassen und jetzt komme ich, um dich zu holen. Sie, Edagero und Perrate, los Pasranio, ich hajo, vengo por it. Sí, he dejado en libertad los prisioneros y ahora vengo por ti. Du bekommst mich nicht ohne einen Kampf! Dieses Hühnerfett hat alle Federn abgewischt. Huch, ich verhalte mich besser leise. Absolut, Kapitän. Ich beschäftige mich damit sofort, nachdem ich gegessen habe. Wie bitte, Kapitän? Ich esse zu viel gebratene Hühnchen? Nun, ich habe halt eine Schwäche für Hühner. Das ist alles. Ich weiß, dass Sie keine Schwächen haben, Kapitän LeChimp. Sie sind ein Erfolgsmensch, ein Macher. Ich nur eine kleine, winzige Fliege. LeChimp? Der Kapitän ist ein Affe? Also, wenn der Kapitän ein Affe ist, muss Mr. Fossi... Ei, ei, Kapitän! Frische Bananen für die ganze Mannschaft. Völlig durchgeknallt sein. Wie bitte, Kapitän? Ihre Parasiten ärgern Sie? Natürlich, ich werde sie lausen, Sir. Wissen Sie, Sir, der Fund dieser goldenen Statue ist vielleicht genau der Ansporn, den unsere Crew braucht. Nun, mit solchem Reichtum können wir ein neues und besseres Schiff kaufen und so die Karibik terrorisieren. So habe ich das gar nicht geplant, aber ja, der wollte das Huhn an die hier liefern. Ja. Ich dachte, ich schlag ihn einfach in die Flucht. Mir ist nicht nach Früchten. Ich hasse Porzellan. Es ist eine lange Geschichte. Ich erklär's später. Nein. Mir ist nicht nach Bananen. Hühnerfett. Es ist alles damit bedeckt. Wenn er merkt, dass ich hier bin, tut er mir vielleicht etwas noch Schrecklicheres an. Ich mache Bauchredner und imitiere den Affen und sage ihm, dass er gefälligst abhauen soll. Test. 1, 2, 3. Oh oh, ich höre schon wieder diese Stimmen. Mr. Fossi, ich habe nachgedacht. Sind Sie in Ordnung, Kapitän? Sie klingen so anders. Oh, unterbrechen Sie mich nicht. Entschuldigung, Sir. Vielleicht ist es an der Zeit, die Freibeuterei aufzugeben. Ich meine, schauen Sie sich mal um. Ich, der Rest der Besatzung. Wir sind alle Affen. Meinen Sie das im darwinistischen Sinne, Sir? Nein, in einem ziemlich wörtlichen. Ist Ihnen aufgefallen, dass sich die Crew lieber von Mast zu Mast schwingt, als das Deck zu schrubben? Ich will nicht einmal erwähnen, was Sie auf dem Schiff herumgeworfen haben. Spielen Sie darauf an, dass ich die Crew nicht im Griff habe? Nein, nein, ich schlage nur vor, dass wir diese Scharade aufgeben und uns auf die Bäume zurückziehen. Es ist nicht das Leben eines Affen, dieses monatelange Segeln über die Meere. Nun, wenn Ihnen so viel daran liegt, Sir, schätze ich, dass ich mir keine Widerrede erlauben kann.
Unsere letzte Amtshandlung sollte sein, dass wir diese Statue ausgraben und... Es wird die Männer hart treffen, aber wenn Sie glauben, es sei das Beste... Okay, aber zuerst sollten wir die Statue ausgraben und sie... Ich werde Ihnen klar machen, dass es nicht Ihr Fehler ist. Sehr gut. Und dann graben wir die Statue aus. Okay, dann eben nicht. Das muss die Karte zu dem Ort sein, an dem Sie Elaine vergraben haben. Folgt dem Pfad mit offenen Augen zum X, Süd, Ost, Nord, West. Okay. Eintrittskarten. Zwei Eintrittskarten für das Long John Silver Zentrum der darstellenden Künste. Ich mag dieses steife und überzogene Theaterzeugs nicht sonderlich. Außerdem, wenn ich das Theater betreten will, kann ich immer den Bühneneingang benutzen. Oh, eine Porzellan. Noch mehr Porzellan. Geht dieser Albtraum denn? Nein, das Korn ist voll Fett und Butter. Ich glaube, ich lasse das hier. Ich will nichts haben, das so stinkt. Ich kann mir keinen Verwendungszweck für ein... Ich vermeide Salz, wenn möglich. Und ich mochte Preiselbeeren noch nie und ich... Ich bin momentan nicht sonderlich an Kartoffelbrei. Mir ist nicht nach Bananen. Ich will kein weiteres Biskuit. Wenn ich die mitnehme, schmilzt sie in meiner Hose. Das möchte ich nicht. Ich vermute, Mr. Fossey ist der Einzige, der mit ihm reden kann. Mir ist nicht nach Bananen. Nein. Porzellan. Nicht nur wegen des Hühnerfetts hier. Nicht ganz. Vielleicht. Mir ist nicht nach Früchten. Wir haben ja noch Teer. Er ist leer. Da ist sowas von nicht leer. Okay. Diese Kuchenform würde hier nichts nützen. Ah ja, die Schatzkarte. Südost, Nordwest, West, Südost, zwei Schritte Nordost, Ost, Südwest, X markiert die Stelle. Okay. Hier eigentlich ist nichts, ne? Handabdrücke. Diese ganze Affen-Piraten-Geschichte ist einfach zu bizarr. Okay. Komposition in Gold und Diamant. Künstler unbekannt. Dieses neueste unserer öffentlichen Kunstwerke wurde schändlicherweise ohne Erlaubnis mitgenommen. Jetzt sind das mehr Hühner geworden. Wir haben doch immer mehr Hühner. Bin ich verrückt? Klar, die vermehren sich halt. Ja und ja. Hühnerfett. Die Kirche macht Dong Dong, das muss was bedeuten. Guck mal, die Uhrzeit hat sich geändert. Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Ha, Brutus. Dann falle, Cäsar. Danke, danke. Oh, ich kann einfach nicht hinsehen. Ein Knopf was anderes.
Ja, warte. Der hat auf jeden Fall was anders gemacht. Kann natürlich durch rumprobieren zu des Rätsels Lösung kommen, aber ich glaube, da muss man sich was überlegen. Oder was finden. Das ist die Karte. Südost, Nordwest, West, Süd, zwei Schritte Nordost. Ist es das? Wenn ja, dann wäre Südost, das passt ja, und dann wäre es Nordwest. Westen, Süden, Osten. Zweimal Nordost, Ost, Südwest. Zweimal Nordost. Zweimal Nordost. Und jetzt einmal Osten und einmal Südwesten. Das ist es. Dort muss Elaine begraben sein. Und jetzt? Ich weiß, darauf habt ihr alle gewartet. Wie wäre es mit verblüffender Jonglierkunst? Was? Ich hab... Ist dies ein Dolch, den ich vor mir sehe? Nein, es sind drei. Seht, wie ich mit diesen Messern jongliere. Mit hohem persönlichen Risiko für mich selbst. Und für euch, wenn ich abrutsche. Er ist ein großartiger Jongleur, aber ich wünschte, er würde von der Bühne verschwinden, damit ich Elaine ausgraben kann. Okay, also ich kann, glaube ich, nicht... Ach, armer Jorik! Ich kannte ihn. Und seine beiden Kumpel. Hui! Murray. Okay, es wiederholt sich. Ich kann auch nicht hochgehen mehr, oder? Okay, also ist jetzt erstmal hier anscheinend vorbei. Oder ich übersehe gerade irgendwas. Ich glaube, es ist erstmal vorbei. Hühnerfett. Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Ich glaube nicht, dass dieser Handschuh passt. Es ist abgeschlossen, weil die Vorstellung schon begonnen hat. Ich kann das von hier aus nicht erreichen. Boah, schon so spät. Ich muss... Der Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Ja, ja, ja. Noch nicht mit ihm wieder gesprochen seitdem.
Entschuldigung? Was ist nochmal mit Ihrer Mitgliedskarte passiert? Es scheint, ich habe sie beim Kochen verloren. Ich lasse sie jetzt weiterarbeiten. Ei! Da ist die Mitgliedskarte drin, safe. Das ist das fettigste, krustigste, abscheulichste Hühnchen, das ich je gesehen habe. Ich will es noch nicht einmal ansehen, geschweige denn anfassen. So, mit dem Messer will er nicht, weil er meint, da kommen wir mit Metall, glaube ich, nicht durch. Nein, dieses Hühnchen ist zu hart, um durch bloßes Metall beschädigt zu werden. Der Zauberstab hat keine... Hühnerfett wird da auch nicht helfen. Ja, wäre auch seltsam gewesen. Er denkt, das Huhn wäre tot. Wenn ich es jetzt nochmal imitiere, kriegt er Angst. Jetzt hören Sie endlich auf, den netten alten Käpt'n Blondbart zum Narren zu halten. Okay. Irgendwas, was übersehe ich? Ich übersehe etwas. Schon etwas Offensichtliches. Der bodenlose Krug. Die Farbe. Dann sollte ich irgendwas färben wollen. Wie soll ich diesen Keks benutzen? Dieser Keks ist voller Maden. Es ist eine gute Handvoll gesunder, sich windender Maden. Ich sollte die Maden nicht verschwenden. Ich sollte die Maden nicht verschwenden. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Es war jetzt mehr Adventure-Logik als alles andere. Aber... Bäh. Ich akzeptiere es. Adventure-Logik im Adventure, ja, so gesehen schon, aber man meint ja damit, dass das nichts ist, worauf man typischerweise kommen würde, sondern es ist nur so im Rätseldesign halt so vorgesehen oder wie auch immer. Entschuldigung. Ja, Sie schmutziger kleiner Mann? Meine Karte. Lassen Sie mich sehen. Oh nein! Um Himmels Willen, die ist in Ordnung. Sie haben eine Mitgliedskarte. Ja. Und ich glaube, ich nehme eins der flauschigen, sauberen Handtücher und genieße einen schönen, entspannten Spaziergang am Strand. Nein! Das dürfen Sie nicht! Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Ich darf und vielleicht sonne ich mich auch nackt. Heilige Mutter der Perlen, nein! Jetzt, wo ich darüber nachdenke... Ganz hinten, am anderen Ende des Strands, ist's besonders schön. Dahin sollten Sie gehen.
Sie sollten jetzt dahin gehen. Ach, Cabania-Junge? Ja? Es ist ziemlich heiß. Würdest du mir ein Tuch holen und mir den Schweiß von der Stirn wischen? Kann ich noch mal einen Blick auf Ihre Karte werfen? Eigentlich liegen die Tücher ja hier. Ich komme schon selbst zurecht. Nett flauschiges Handtuch. Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Ich will so eine Wurst. Er ist unglaublich blass. Könnte ich sein. Heiß! Ey! Mit diesen Löchern in meinen Schuhen schaffe ich es nie über diesen heißen Strand. Ui, das ist aber ein heißer Strand. Okay. Nett flauschiges Handtuch. Mach's nass. Das muss nicht abgetrocknet werden. Was für richtige Idee, falscher Platz. Kann sie auch färben. Komm, ich mache jetzt bunte Handtücher. Das muss nicht abgetrocknet werden. Im Matsch. Das muss nicht abgetrocknet werden. Im Brunnen. Das muss nicht abgetrocknet werden. Bleib am Strand, okay. Eiskügel. Ah! Dieses Handtuch ist triefend nass. Ja, okay. Oh, oh. Heiß! Ah. Ich spiele das gleiche Lied nochmal. Nett flauschiges Handtuch. Ich nehme noch eins. Ich habe genug Handtücher. Die Handtücher sind jetzt alle nass. Zack. Und hopp. Und hepp. Und hepp. Guck mal, da haben wir auch den Krug. Guck mal, ein Tor. Kann man Fußball spielen. Er ist unglaublich blass.
Würden Sie gern zu meiner Mannschaft gehören? Oh nein, Schätzchen. Ich bin kein Seemann. Ich verdiene meinen Lebensunterhalt mit der harten Arbeit und dem Talent anderer. Sie sind Projektleiter bei einem Computerspiel? Nein, nein. Ich bin ein mächtiger Talentsucher. Bedeutende Stars. Wir sprechen hier über bedeutende Stars. Sind Sie sicher, nicht in meine Mannschaft kommen zu wollen? Sprich mit mir nicht über Arbeit, Junge. Ich bräune mich. Ich bin Guybrush Threepwood. Erfreut dich kennenzulernen, Mr. Flitzwood. Ich bin Placido, Placido Domingo. Ich bin so froh, dass du da bist. Endlich. Jemand auf der Insel mit Manieren. Mein Drink muss aufgefrischt werden. Nimm ihn mit und hol mir noch einen. Ich glaube, Sie verstehen nicht. Ich bin ein mächtiger Pirat. Tut mir leid, mein Lieber. Es tut mir wirklich aufrichtig leid. Vielleicht habe ich das Zauberwort vergessen. Nimm diesen Drink mit und hol mir noch einen. Sofort! Wow, sind Sie blass. Sieh mal, Schätzchen. Ich habe mich sehr lange nicht mehr gesonnt, also sei ein bisschen nachsichtig mit mir. Wie lange sind Sie schon hier draußen? Seit März. Wir wissen im Spiel doch gar nicht, welchen Monat wir haben. Ich bin es wieder. Wie schön. Sieh mal, Schätzchen. Weißt du, ich liebe deine Arbeit und ich respektiere dich als Künstler, aber hol mir etwas zu trinken. Sofort. Es ist nach März. Okay. Nun sehen Sie. Hol mir einen Drink. Wenn's schnell geht, springt ein Trinkgeld für dich raus. Nun sehen Sie. Hol mir etwas zu trinken. Sofort. Okay. Chris, was zu saufen. Ich habe Korrekturflüssigkeiten gesehen, die eine bessere Farbe hatten als Sie. Ja, Schätzchen. Ich bin nicht gerade der gebräunteste Hengst in der Gegend. Aber, wie du sehen kannst, arbeite ich daran. Der will halt die Limonade wahrscheinlich. Sie sehen aus, als hätten Sie Ihr ganzes Leben in einer Höhle gelebt. Meine Gesichtsfarbe ist ein wenig blässlich, das gebe ich zu. Aber bald werde ich ein bronzener Gott sein. Vielleicht auch einfach Streamer, also kann auch sein. Sie sind ja unglaublich blass. Bitte, Schätzchen. Wenn du noch etwas sagst, werde ich sehr selbstbewusst. Hey, ich kann mich in Ihrer Brust spiegeln. Danke für deine scharfe Einsicht, mein Freund. Warum gehst du nicht etwas Nützliches tun? Wie zum Beispiel einen Kugelfisch inhalieren. Okay, Schätzchen? Sie sind so blass, dass Schnee dagegen braun aussieht. Sei jetzt ruhig. Wenn ich Kreide bleichen würde, wäre sie nicht annähernd so blass wie Sie. In Ordnung. In Ordnung. Ja, ich bin sehr blass. Danke. Da. Du hast mich tief verletzt und du weißt, dass ich das ernst meine. Bist du glücklich? Ja. Hey, Schätzchen? Bist du glücklich? Bist du jetzt glücklich? Ja. Ich hasse dich. Hol mir etwas zu trinken. Ich suche Blood Island. Wissen ich Sie, wo es liegt? Ich suche Blood Island. Wissen Sie, wo es liegt? Nein. Nie davon gehört. Das ist komisch. Schlappi Cromwell sagte mir, Sie haben alle seine Shows dort gebucht. Cromwell, ich hätte es mir denken können. Wenn ich diesen Kerl für ein Beiboot gebucht hätte, hätte es noch leere Sitze gegeben. Also wissen Sie, wie man nach Blood Island kommt? Ja, ja. Sie hatten dort auch ein wirklich nettes Zimmer. Das Meister Super Kolonial Hotel und Casino. Es war der Ort, an dem man sein musste, bevor sie die Schiffsrouten verlegten. Ich buchte dort so viele Auftritte, dass ich mir die Karte auf den Rücken tätowieren ließ. Auf Ihren Rücken? All diese kleinen gelben Klebezettel gingen ständig verloren. Oh, warum haben Sie gelogen und gesagt, Sie wüssten nicht, wie man nach Blood Island gelangt? Das möchte ich nicht erzählen. Was? Es ist dein Gesicht, Schätzchen. Da, ich habe es gesagt, Junge. Ich hoffe, du kannst mir vergeben.
Ich muss einfach ehrlich sein. Ich dachte einfach nicht, dass du der geeignete Typ für Blood Island bist. Es ist einfach nicht der Ort, an dem ich mir deine zukünftige Karriere vorstellen kann. Lass mich dich für etwas buchen, was eher dein Ding ist. Ich kann dir einen Auftritt in dieser kleinen Schuhfabrik in Hoboken besorgen. Blood Island oder gar nichts? Wenn das so laufen soll, Schätzchen, dann läuft es eben so. Aber du musst dein Äußerliches etwas verändern, okay? Kann ich Ihre Karte nach Blood Island sehen? Du kannst sie sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Wann wird das sein? Das kann lange dauern, Schätzchen. Sehr, sehr lange. Wir brauchen das Öl. Bitte, lassen Sie mich die Karte nach Blood Island sehen. Du kannst es sehen, wenn ich mich umdrehe, um meinen Rücken zu bräunen. Aber Schätzchen, das kann noch sehr lange dauern. Ja. Bis später. Dann holen wir jetzt Limonade. Sieh mal, ein dreiköpfiger Affe. Oh Junge, oh Junge. Junge, Junge, und das ist erst der Anfang. Hey, nur weil Sie ein Erwachsener sind, heißt das nicht, dass Sie meine Zeit verschwenden können. Gib mir was von der Limonade, du kleiner Gauner. Das macht einen Fünfer. Das war erfrischend wie Morgentau. Hey, wie haben Sie all die Limonade ausgetrunken? Sie haben die Krüge vertauscht. Sie betrügen. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Sie haben einen aufstrebenden Jungunternehmer aus dem Geschäft gedrängt. Tja. So läuft das in der Geschäftswelt, mein Junge. Ich brauche ihn nicht mehr. Gott sei Dank ist es kein Porzellankrug. Warte. Ja, ja, ja. Ich muss ihn nicht loswerden, ne? Hm. Ich würde lieber hinüber zum Tor gehen, als noch einmal diese Tuchgeschichte durchzustehen. Okay, wir können jetzt das dahin packen, wo vorher der normale Krug war. Ich habe Ihnen einen neuen Krug geholt. Danke. Aber das macht ja gar keinen Sinn, wenn ich jetzt... Der Krug ist leer. Hä? Ja. Der Krug ist leer. Okay. Hühnerfett. Schätzchen, Schätzchen, was versuchst du da? Willst du mich braten wie ein Wurstchen? Ich muss ihn halt... Ich gehe lieber den langen Weg darum herum, als durch den heißen Sand zu laufen. Okay, ich muss ihn loswerden. Reden nochmal mit ihm. Ach, Cabana-Junge. Erzähle mir etwas über die Vorteile meiner Mitgliedschaft. Der Brimstone Beach Club ist die exklusive Urlaubszuflucht der gerissensten Piraten und ihrer Familien. Hier werden sie von höflichem Personal verhätschelt, das immer bemüht ist, ihnen jeden Wunsch zu erfüllen. Sei es ein Kurs im Kiel holen, das Suchen eines vierten Mannes für die Bridge-Runde oder eine Golfstunde auf unserem preisgekrönten Platz, der von Holzbein Malloy entworfen wurde. Freier Schiffsparkservice inklusive. Ach, Cabana-Junge, gräbst du mich in den Sand ein? Ich beginne sofort, ihr Grab zu schaufeln. Ach, Cabana-Junge? Kann ich Ihnen helfen? Nein, ich wollte nur sicher sein, dass du für mich da bist. Ach, Cabana-Junge? Kann ich Ihnen helfen?
Nein, ich wollte nur sicher sein, dass du für mich da bist. Okay. Kann ich Handtücher noch nehmen? Nett flauschiges Handtuch. Ich nehme noch eins. Wofür auch immer. Eiskübel. Das will ich nicht herumtragen. Es ist ein Eiskübel für eine Flasche Sprudel. Meine Zunge könnte... Kann die Limonade kühlen? Nein, das wäre zwecklos. Ich hätte ihnen auch die Limonade direkt anbieten können, ne? Nein. Das Öl gibt er mir nicht. Kann ich bitte etwas von deinem Öl haben? Dieses Öl ist ausschließlich für den Techniker der Frittierstation bestimmt. Nein, manche sehen aus als... Ach, Cabana-Junge? Kann ich ihnen helfen? Nein, ich wollte nur sicher sein, dass du für mich da bist. Wir bieten ihm nochmal die Limonade an. Der Krug ist leer. Ach, der ist leer? Nein, das wäre zwecklos. Ach so. Okay. Aber das brauchen wir bestimmt, um ein Getränk zu imitieren oder irgendwie, ach, was weiß ich. Können wir die Farbe mitnehmen? Warum auch immer. Er ist jetzt voller Farbe. Okay. Ah! Wir gaukeln ihm vor, er hätte einen Sonnenbrand. Wir brauchen gar nicht das Öl, um ihn zu bräunen. Wir gaukeln es ihm nur vor. Hier ist Ihr Drink, Sir. Sehen Sie, Placido, Sie brennen! Ah! Alle diese Monate in der Sonne und meine Bräune pellt sich einfach ab. Ich drehe mich besser um. Gute Idee. Ich werde mir die Karte niemals merken können. Sie ist viel zu kompliziert. Okay. Wir brauchen das Öl trotzdem. Die Haut muss sich abperlen. Wegen des Sonnenbrandes. Das muss nicht abgetrocknet werden. Trockne dich auch, ja, Blue. Ja, jetzt ja. Wir brauchen wahrscheinlich, ja, nee, ja, weiß ich nicht. Das benötigt keinen Anstrich. Ist vielleicht jetzt die Vorstellung vorbei? Immerhin schlägt die Uhr. Ich bin zu freundlich zu den NPCs. Ja, was soll ich denn machen? Soll ich ihn umbringen oder was? Geht ja nicht, das habe ich ja schon versucht, aber ich kann noch mal. Ah, Moment mal, ich kann noch den Bauchredner-Trick machen, weil der immer mal probiert werden kann. Tut mir leid, dass ich unhöflich war. Bitte seien Sie so frei und knallen Sie mir eine und dann genießen Sie die Vorzüge des Clubs. Das würde mir nichts ausmachen. Nicht so schnell. Ja, schon gut. Es muss einen Weg geben, das auch ohne Blut vergießen zu... Das muss nicht abgetrocknet werden. Ein trockenes Tuch hat einfach nicht den gleichen Schlag.
Die Handtücher sind... Papa Pichu! Nein, manche sehen aus, als seien sie älter als ich. Das würde wehtun. Okay. Ich wünschte, ich müsste das nicht tun. Ich glaube, er ist eingeschlafen. Es ist die Karte, die den Weg nach Blood Island zeigt. Liebevoll von Blasidos Rücken gefällt. So. Ein Fass voll Grog und ein Hühnchen. Haha, sieh dir das ganze Zeug an, Kamerad. Das muss eine Schlacht gewesen sein. Ankerlichten und auf zur Totenkopfinsel. König André will uns die ganze Beute abkaufen. Warte mal. Da ist noch was. Es ist, sieht aus wie ein paar Schuhe. Hey, das sind richtig schöne Stiefel. Oh, die sind ja noch heiß. Oh, 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 oh. Aber wir brauchen trotzdem Würstchen. Nein. Na gut. War das in der Gefahrenbucht? Was wir da Riad gesehen haben. Hier. Hilft uns das überhaupt weiter, das zu wissen? Okay, also. Ich glaube, relativ sicher zu wissen, dass wir jetzt, jetzt hier weiterkommen müssen mit ihm. Aber er wollte kein Kaugummi, oder? Ah, dieses Gummi mit Fleischgeschmack sieht mächtig, mächtig verführerisch aus. Also jetzt habe ich eine wahnsinnige Sehnsucht nach etwas Knusprigem. Das braucht kein Speiseöl. Es gibt auch noch immer noch hier die Baustelle. Das sind wahrscheinlich immer noch am Machen. Lass es fallen, lass es fallen. Ich habe mir eine Fritteuse, aber
Kaugummi nützt dir nichts. Ein Keks vertrieben? Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, guten Kekses. Im Theater noch ein Item nicht gefunden. Oh, die Kiste ist auf einmal auf. Okay. Ich will diese Kanonenkugel nicht herumschleppen. Die war aber mal nicht auf. Sieht aus, als wird er mit diesen Kanonenkugeln... Können wir die anzünden und es macht Peng? Ich hab die glimmende Kohle gar nicht mehr. Oder glimmendes Holz oder was auch immer. Es ist ein Aufkleber von Blood Island. Er klebt auf dem Koffer. Ich brauche kein... Können wir den Zauberstab nochmal auf den Hut anwenden? Ich will keinen Vorteil aus den mystischen Energien ziehen. Das wäre sehr kontraintuitiv, wenn das nochmal gemacht werden müsste. Der Eselkopf ist... Ich will nicht wie ein Depp aussehen. Ja, ja, ich weiß, was du denkst. Also vergiss es. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Ja. Ich will diese Kanonenkugeln nicht herumschleppen. Nein. Sieht aus, als wird er mit diesen Kanonenkugeln jonglieren. Okay, sieht aus, als würde er mit diesen Kanonenkugeln jonglieren. Öl, damit sie glitschig sind und sie runterfallen? Okay. Oh, oh. Sieht aus, als kommt er jetzt zu den Kanonenkugeln. Und nun, das ultimative Shakespeare-Vergnügen. Die berühmte Kanonenkugel-Jonglier-Szene aus Romeo und Julia. Wo? Ups. Ich bin froh, dass es ein Happy End gibt und er am Ende das Mädchen bekommt. So ein Affentheater! Elaine sollte oben im Krähennest sicher sein. Fürs Erste. Schöne Stiefel, was? Entschuldigung. Hey, sieh dir das an. Ich hab echt dicke Knochen. Oh, oh, still. Da ist Captain LeChuck. Na los, da unten, ihr Flaschen. Setzt die Segel, wir fahren jetzt nach Monkey Island. Ich werde meine gesamte Armee der Untoten entfesseln. Und diesmal wird Elaine mir gehören. Ah, oh, Elaine, das wird ein süßer Tag in der Hölle, wenn du den feurigen Atem meines Kusses auf deinen Lippen spürst und meine untote Braut wirst. Jeden, der sich mir dabei in den Weg stellt, werde ich vernichten. Ihr leidenden Seeleute, ist es nicht herrlich, tot zu sein? Geil.
heute nicht Wortwitztag. Für mich ist jeden Tag Wortwitztag. Gähnendes Loch. Hier sind offensichtlich sind in Monkey Island alle Löcher gähnend. Es ist das Loch, aus dem ich Elaine ausgegraben habe. Ich habe Elaine bereits. Hätte sein können, dass da noch was ist. Ich schätze, Sie haben das Ende von Romeo und Julia verändert. Ich brauche keine Planke zum Gehen. Es ist Julias Balkon. Wohin sollte ich ihn stellen? Es ist Yoriks Grabstein aus Hamlet. Ich kann keinen Pappmaché. Eigentlich wollte ich nicht da lang. So und so und nee, falsch. So. Nimmst du jetzt eine Wurst? Ach, nein. Ich hab auch nichts Neues, ne? Ich meine, wir haben ja überall Hühner, aber die Hühner bringen mir ja nur so bedingt was. Ich werde ja nicht anfangen, Huhn zu schlachten. Ja, doch. Ein Kinderspiel. Hier schlachtet man noch keine Hühner. Das ist kein Kinderspiel, aber. Ja, ist ja egal. Schlachten jetzt nun. Ich glaube nicht, dass sie das mögen würde. Siehste, wusste ich doch, dass es nicht geht. Die Schollen spülen. Er will halt was Knuspriges, sagt er, ne? Also er findet den Kaugummi ja geil. Aber... Ah, dieses Gummi mit Fleischgeschmack sieht mächtig, mächtig verführerisch aus. Also jetzt habe ich eine wahnsinnige Sehnsucht nach etwas Knusprigem. Ich glaube, es geht um die Werbung, wenn man einschaltet. Also wenn man den Kanal öffnet, dann kommt es vor, dass man einen Werbespot sehen muss. Aktuell, in Zukunft kann man das separat vielleicht abschalten. Mal gucken. Hat Twitch zumindest angekündigt. Ich kann mal versuchen, noch einen Keks zu nehmen. Ich will keine madenverseuchten Kekse. Friseur, aber da haben wir ja eigentlich alles gemacht beim Friseur. Das offene Fenster. Das hier. Es ist das Fenster nach draußen. Es ist zu hoch für mich, um dran zu kommen. Das soll eine Bedeutung haben. Kann man das von draußen auch begutachten? Nee. Okay, wir haben ein Fenster, aber hä? Was machen wir denn mit dem Fenster? Was sagt er da? Es ist das Fenster nach draußen. Es ist zu hoch für mich, um dran zu...
Nimm den Arm. Ich kann den Skelettarm nicht damit benutzen. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ich check's gar nicht. Das braucht kein Speiseöl. Mann, warum auch? Schon klar. Diese Kuchenform würde ich... I don't know. Es gibt auch noch das Podium. Es ist das Podest des Maître de. Es sieht zu schwer. Kann ich was aufs Podium legen, sodass er denkt, was stand denn hier nochmal drin? Ich kann nur Seite 243 lesen. Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Das ist korrekt. Kaugummi nützt dir nichts. Kaugummi nützt dir nichts. Ja, Leute. Kann ich mit ihm reden? Entschuldigung. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Hast du Torfmoos mit Baumrinde probiert? Viele Sachen sind essbar, weißt du? Nein, danke. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Ein Wort. Humus. Nein, danke. Haben Sie noch andere Spezialitäten? Nichts weiter. Was vermissen Sie am meisten an Ihren Hühnchen? Das Knacken. Es ist das Knacken, das ich am meisten vermisse. Habe ich erwähnt, wie sehr ich Ihren Goldzahn bewundere? Ja, hast du. Jetzt hör auf, ihn so sehr zu bewundern. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei! Ich habe was Goldenes Ich habe nichts Goldenes. Ich habe nur Speiseöl, aber das gilt garantiert nicht als was Goldenes durch. Ich will ja seinen Goldzahn haben und dafür brauche ich was Knackiges. Und, dann, auch reden auf Fenster. Ich möchte meine Stimme nicht dahin projizieren. Ich habe eine goldene Statue, ja stimmt, aber ich kann's sagen, Kieferknacker. So, dass er uns den gibt oder was? Aber warum sollte er? Also kann ich, okay, ich versuch's. Kann ich Ihren Kieferknacker haben? Nein. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ich will das nicht. Ich bin Vegetarier. Das sind andere Kaugummis bei der Voodoo-Frau. Ich glaube nicht. Vegetarier. Er ist Vegetarier. Ist so eine, meint er damit, dass er was Vegetarisches will? Ist der Keks vegetarisch? Was soll ich denn damit machen? Ich habe dir gesagt, du sollst wiederkommen, wenn du Gold gefunden hast. Es ist goldbraun, wahrscheinlich köstlich. Probier es weiter. Das braucht kein Speiseöl. Das benötigt keinen Anstrich. Thank you.
Boah, schon so spät. Ich muss gehen. Fehlt hier vielleicht noch irgendwas anderes? Warte mal, wir haben hier noch diesen Glas mit Cam. Okay. Das erscheint wie eine Verschwendung eines... Ja. Sehe ich ganz genauso. Kaugummi nützt hier nichts. Hände weg von den Kämmen. Die gehören uns. Schon gut. Wollen Sie nicht meiner Crew beitreten? Wenn du mir einen richtigen Schatz zeigen kannst, kannst du wiederkommen. Macht es wirklich Spaß, Friseur zu sein? Man hat ein geregeltes Einkommen. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Ich habe nichts zu sagen. Ich habe nichts zu sagen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich warte auf die Verfilmung. Mein Pirateninstinkt sagt, ich glaube nicht, dass das helfen wird. Ich glaube nicht, dass er... Ich glaube nicht, dass er das... Nee. Ich denke auch, dass ich den Goldzahn brauche. Dafür brauche ich aber entweder den Kieferknacker von ihm oder ich brauche so eine Wurst. Aber wenn ich den Kieferknacker haben will, soll ich ihn drücken. Wissen Sie, ich weiß es wirklich zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit mir zu reden. Ich glaube, wir... Ja, jetzt stehen wir uns näher. Wie hast du das gemacht? Ach, das war gar nichts. Wirklich. Nur ein kurzer Druck unterhalb des Brustbeins, um einen Fremdkörper aus der Luftröhre zu vertreiben. Das ist erstaunlich. Ich verdanke dir mein Leben. Von nun an. Ja? Von nun an soll das als Sweetwood-Manöver bekannt sein. Na. Die Lösung war, ihn anstupfen, damit er sich verschluckt. Na, ich weiß ja nicht. Ich will es ja ungern aufs Rätsel schieben, aber ich finde das Rätsel nicht so. Nicht so gut. Ich formuliere es mal so: Es gehört nicht zu meinen Lieblingsrätseln in diesem Spiel. Hätten Sie gerne diesen Kieferknacker? Ich danke Ihnen. Autsch! Ich glaube, ich habe meinen Goldzahn verloren. Ich wusste, dass Süßigkeiten schlecht für meine Zähne sind. Aber es knackte schön und war ein Fest für den Gaumen. Ab jetzt bleibe ich bei fleischigerem Essen. Etwas Kaubares. Nun, auf ein neues. Ich könnte jetzt gut was zum Kauen gebrauchen. Mögen Sie einen Kaugummi? Danke. Das ist wirklich guter Kaugummi mit Steakgeschmack. Von der einen Backe in die andere Backe. Das sind mehr Rätsel nach meinem Geschmack. Sie kleiner Schlingel. Da haben Sie dem alten Captain Blondbart aber einen lustigen Streich gespielt. Hey, wo wollen Sie auf einmal hin?
Sie wissen nicht zufällig, wo mein fehlender Goldzahn sein könnte? Nein. Und was ist denn das hier? Oh, das. Ich dachte, das wäre ein Stein in meinem Schuh. Ich wollte ihn draußen wegschmeißen. Durchs Fenster werfen. Sicher wollten Sie das. Geben Sie ihn zurück. Und dann landet er in der Gülle. Da muss ich die... Oder die Gülle, Ja, im Matsch. Hat er noch sein Kaugummi? Muss ich ihm neues geben? Dann muss ich den Matsch durchsuchen. Mehr Kaugummi? Dann gebe ich den Goldzahn zu dem Typen. Sieht aus, als hättest du das letzte Stück verschluckt, das ich dir gegeben habe. Hallo? Danke. Haben meine Kaugummiblase zum Platzen gebracht, was? Da haben sie mich schon wieder. So, und jetzt den Goldzahn durchs Fenster werfen. Jetzt landet er in der Matschpfütze da. Nein, er würde sehen, wenn ich ihn werfe. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Das erscheint wie eine Verschwendung. Dieser Goldzahn, dieser Goldzahn würde hier, der Kaugummi ist zu hart. Der Kaugummi ist zu hart. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Das gemein. Nein, danke. Nicht bevor ich meinen Zahn gefunden habe. Ja. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Hä? Lass mal talken. Entschuldigung. Gibt nichts zu talken. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei! Das erscheint wie eine Verschwendung eines perfekten, guten Kekses. Also, es gibt jetzt, also eine Möglichkeit ist, ihm was anderes zu geben, was er für einen Goldzahn hält. Die andere Möglichkeit wäre, den Goldzahn loszuwerden. Was fürs Loswerden spricht, ist natürlich, dass wir draußen die Matschpfütze haben, die wir mit diesem Ding hier durchsuchen können. Dieser Goldzahn würde hier nichts nützen. Nein, er würde sehen, wenn ich ihn werfe. Also steche ich ihn ab. Mein Piraten. Okay. Jetzt hören Sie endlich auf, den netten alten Captain Blondbart zum Narren zu halten. Kann ich was mit dem Goldzahn machen? Nur mit dem Goldzahn. Es ist ein Goldzahn. Dieser Goldzahn fühlt sich schleimig an. Ich brauche keinen Goldzahn. Ich habe noch all meine echten. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Es ist zum Mäusemelken, ist es. Vermaledeite.
Der Ballon. Mit dem Ballon, dem Goldzahn rausfliegen, wird nicht funktionieren. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Piratenliteratur, keine Ahnung. Der Arm. Spielgeld. Kaugummi will er gerade nicht. Kleister. Das Flugblatt. Dein Huhn war zu Gold. 18 Karat. Im Sumpf hält jemand die Lösung parat. Voodoo und Zeugs. Vormals nur Voodoo. Besuchen Sie unsere neue Filiale auf Plunder Island. Keine Ahnung. Ich kann ja nicht mit ihr darüber reden. Schere. Enzyklopädie. Was stand da nochmal drin? Ich kann nur Seite 243 lesen. Was war das mit dem Kompass? Ein Kompass ist ein magnetisiertes Metallstück, welches in einer Flüssigkeit schwimmt. Mit dem Schilfrohr den Goldzahn durchs Fenster schießen. Ich kann das Schilfrohr damit nicht benutzen. Geht nicht. Chat, ich habe keine Ahnung. Kau einen Kaugummi. Dieser Kaugummi fühlt sich warm an. Schmeckt wie ein Lendenstück. Der Kaugummi ist zu hart. Ich brauche keinen Goldzahn. Ich habe noch all meine echten. Dieser Goldzahn fühlt sich schleimig an. Ich brauche keinen neuen Streifen. Mein alter hat noch immer Geschmack. Realisiert. Der Goldzahn ist im Kaugummi. Hey! Klappt das? Wo wollen Sie auf einmal hin? Was haben Sie da in der Hand? Nun, was sagt man dazu? Es ist Ihr Goldzahn. Geben Sie ihn her. Okay, nicht ganz, aber wir nähern uns. Mehr Kaugummi? Sieht aus, als hättest du das letzte Stück verschluckt, das ich dir gegeben habe. Ich muss ja noch irgendwas mit dem Fenster machen. Aber danke. Vielleicht den gleichen Trick, den ich bei ihm mache, aber warum sollte der Kaugummi dann... Da haben sie mich schon wieder! Verrückt. Der Goldzahn ist im Kaugummi. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich möchte das nicht feststecken. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich brauche keinen neuen Streifen. Mein alter hat noch immer Geschmack. Ich glaube. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Ich glaube nicht, dass das... I don't get it. Es ist ein Goldzahn in einem Kaugummi. Ja. Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Entschuldigung. Ich lasse Sie jetzt weiterarbeiten. Ei!
Ich glaube nicht, dass das helfen würde. Okay, also. Kann aber auch nichts machen in der Zeit. Oh. Ja, ich kann ja auch nicht weit weg sein, weil ich schon fast alles ausprobiert habe. Muss das vorher machen? Also ich habe Helium. Helium ist leichter als Luft, sprich als Stickstoff. Ich mache Helium in die Kaugummiblase rein, oder was? Also so rum geht's halt nicht. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Und dann steigt der, die Kaugummiblase samt Zahn nach oben. Ich atme den Ballon ein und kau dann das Kaugummi. Damit klingt meine Stimme richtig lustig. Cool. Warten Sie eine Sekunde. Haben Sie meinen Goldzahn? Nein. Lassen Sie mich sehen. Sie haben ihn nicht. Verdammt, ich muss mir einen neuen bestellen. Ich frage mich, wo der Zahn hingefallen ist. Das ist der Goldzahn. So. Jetzt haben wir einen echten Schatz. Sieh dir das an. Ist das echtes Gold? Sieht so aus, als könntest du tatsächlich Schätze finden. Also kommen Sie in meine Mannschaft? Sicher, solange meine Partner mitmachen. So, jetzt ist meine Mannschaft komplett. Nice. Dann. Sind Sie bereit, zu einem Abenteuer auszulaufen? Klar, was auch immer. Ich treffe dich auf deinem Schiff, wenn du soweit bist. Okay. Es war mir ein Vergnügen. Tschüss. Tja, ich habe eine Mannschaft, eine Karte, ein Schiff und endlich Elaine zurück. Also nehmen wir Kurs auf Blood Island, um den Fluch aufzuheben und Elaine zu retten. Wie wär's, Leute? Lasst uns zu Blood Island aufbrechen. Lasst uns in See stechen und unser Schicksal in die Hand nehmen. Leute? Das könnte schwieriger werden, als ich dachte. Kapitel 3. Drei Laken im Wind. Das Meer. Ei, das Meer. Neuer Spielstand. Kapitel 3. Da freut man sich am Leben zu sein. So, und ich würde sagen, das ist ein wunderbarer Augenblick, um für heute Schluss zu machen.